Ja, hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Assassin's Creed Chronicles. Ja, in der letzten Folge, was da so passiert. Ich würde sagen, wir haben unseren Dolch gefunden, wir haben gelernt, wie man kämpft, unsere Ausbildung beendet und ja, uns meisterhaft davongeschlichen, würde ich sagen. Jetzt gehen wir hier mal weiter, weil wir müssen immer noch diesen einen Informanten retten. Huan Ling Bai, oder wie heißt ich? Sorry, wenn es irgendwie falsch ausspricht, aber ich habe keine Ahnung. So, drehen wir schön an dem Rädchen. Ach, okay. Hui! So. Oh, da hinten ist schon ein Gimmick. Da ist auch schon. Ach, halt. Da unten. Komm. Oh, hab ich ein. Oh, nicht weiter runter. Komme ich jetzt da wieder hoch? Muss ich mich da. Ah, okay. Sorry, ich missbrauche euch kurz mal als Ablage. Als Sprungbrett. Aber mir gefällt es bisher sehr schön. Ja. Sehr gut. Das Artwork sieht einfach wunderbar aus. Hier komme ich weit nach rechts. Will ich das? Ich weiß nicht. Ich will da hinten noch das Gimmick da einsammeln. Attentat auf die Wache verüben. Stay here. I'll get the key and get you out of there. Das ist er, okay. Das Gimmick holen wir uns auf jeden Fall da hinten. Ich glaube, den müssen wir ausschalten. Oh. Überraschung. Ah, herrlich brutal. Ach, nein, das hätten wir gar nicht gemusst. Ich kann hier. Oh, okay. Alles klar. Aber jetzt weiß ich's. Hätten wir gar nicht gemusst. Naja, okay. Was haben wir denn hier? Knallkörper. Komm, öffnen. Okay, das machen wir jetzt ähnlich. Wie vorhin. Im letzten Let's Play. In der letzten Folge. Komm, dreh dich um, Freund. Sie sind weg. Verschwunden. Das habe ich aber trotzdem, glaube ich, ein kleines Problem. Oh, verdammt. Da hat mich jemand mit der Armbrust abgeschossen. Ich glaube es nicht. Das sind keine wahren Männer. Versuchen wir das Ganze nochmal. Stay here. I'll get the key and get Alles klar. Ja komm, erklimm die Mauer. Ach, sieh an, der kann man sogar direkt dahin. Warte mal, da könnte ich es auch mit Pfeifen versuchen diesmal. Hey. Hörst du nix? Ich muss den ja gar nicht mehr ablenken. Ich habe ja das Gimmick schon. So.
Ach komm, nehmen wir uns dann nochmal so einen Knallkörper, so einen China-Böller mit. Nein. Ich könnte sogar ein Luftattentat, glaube ich, ausführen von hier. Aber wir warten jetzt nochmal, bis dieser alte Typ da vorne weg ist. Moment, mir kommt da gerade so eine Idee. Da guckt er jetzt schon. Ein Schlag und wir sind wirklich down. Aber es hat schon geklappt eigentlich. Es hat wirklich geklappt. Ich hätte nur ein bisschen schneller sein müssen. Und das Timing halt ein bisschen besser beachten müssen. Aber ansonsten hat es geklappt. Wisst ihr was, Leute? Ich probiere es nochmal. Ist gar nicht so einfach. Hol dir doch einfach die Knallkörper, junge Dame. Got it. Genau. So, jetzt warte ich nochmal, bis dieser Typ dahergelaufen ist. Dann dürfte ich das ohne Probleme hier schaffen. Und perfekt. Der fällt ja nicht runter, mein Freund. Genau so hatte ich mir das vorgestellt. So und nicht anders. Zu Hong Luwei zurückkehren. Ja, mein Freund. Sei gesegnet, liebe Assassinen. So, und jetzt können wir hier lang, ne? Wenn mich nicht alles täuscht. Mal schön die bunten Rädchen drehen. Nein, nicht loslassen. Oh, wer ist denn das? Das ist der Grandvater. Okay. Ich habe gedacht, das wäre ein Gegner. Na, das nenne ich mal kurz einen Prozess gemacht, hä? Where is the box you took from me? Far from your reach by now, assassin. One of your tiger brothers must have it. No matter. I will find which one and retrieve it from his still warm corpse. Do you even know what the box is? I know it belongs to the Brotherhood. How naive. Thinking you can retrieve the box. Thinking that killing me will achieve anything. Killing just one of you will not give me the vengeance I seek. You are the first of the tigers to fall, but you will not be the last. Damit haben wir sogar das erste Level abgeschlossen. Hier, Gold haben wir 10 Stück bekommen, eine Silber und eine Bronzemedaille für Schatten. Okay. Ach, ich glaube am Anfang haben wir da ein bisschen gepatzt. Aber ansonsten waren wir, glaube ich, echt gut. Verbesserte Gesundheit, wurde auch mal Zeit. Brauche ja nur einen Schlag, das sind wir wirklich down.
Freigeschaltet Versteckwechsel. Wenn du dich in einem Versteck befindest und drücke X, um in das nächste verfügbare Versteck zu wechseln. Ist ja krass. Wurfmesser. Das ist natürlich sehr schön. Lärmpfeil. Was schalten wir denn hier alles frei? Mensch, Leute. This was once a safe place for us assassins. Sang-Yong's tigers saw to the end of that. Their forces surprised and overwhelmed us, all but wiping out the Brotherhood. Gaofeng's death will send a message to the Templars. The assassins have returned. Die Rückkehr. 1526 die Mai-Chi-Jan-Grotten. Nun, da Gaofeng tot ist, muss Shao Jun durch die weitläufigen Höhlen und Steilhänge ihrer früheren Heimat fliehen, bevor die Templer merken, dass einer ihrer Meister tot ist. Upgrades, erweitertes Adlerauge, Upgrades für ein neues Spiel plus mehr Wurfmesser. Aber wir spielen ja auf normal. Die Assassinenschriften beschaffen. Okay. Also, wir befinden uns hier an der alten Wirkungsstätte von Assassinen. Bevor die hier alles zerstört haben und eingenommen haben. Was kann man dann hier mit? So einfach nur loslassen, alles klar. Hier gibt's nichts. Oh, Piepmetze. Wartet. Time to become more familiar with my surroundings. Ach, okay, das ist die Karte. Sehr schön. Das erinnert mich so ein bisschen an Game of Thrones hier. An das Intro. Ah, hier stehe ich. Okay. Ah, und hier müssen wir lang. Um Todessprung auszuführen. Oh Gott. Arschbombe! Ja, wie komme ich jetzt hier wieder raus? Hallo? Okay. Ich hab gar nichts gesehen. Aber dass der Linke mich nicht sieht, ist ein bisschen merkwürdig, oder? Ich habe ja auch gehört, es soll ein neuer Assassin's Creed Teil in Planung sein. Ich glaube, es soll irgendwie in Russland spielen. Wenn ihr da genauere Informationen habt, könnt ihr es ja bitte mal in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht so ganz, ich bin nicht mehr so informiert, was Assassin's Creed Teil angeht. Aber ihr könnt mir ja echt mal sagen, was euer Lieblingsteil war. Also meiner auf jeden Fall Black Flag. So, nach oben, um in ein Versteck zu klettern. Aber bis jetzt geht's ja noch recht easy. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass ob wir irgendwie hier ein Gimmick übersehen haben. Okay. Ja, Hammer. Komm, spring. Ja, könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, wenn euch dieses Spiel, weil es langweilig ist, kann ich vielleicht auch mal so abwechselnd spielen, dass ich einmal eine Runde versuche, so wenig möglich Schaden zu kriegen wie nur möglich. Oder ob euch das Ziel so gefällt, die Spielweise. Ich meine, mir macht es eher Spaß, während den ganzen Waren vorbeizuschleichen, vorbeizusneaken. Kann ich ja nicht lang? Was ist da los? Ich verwandle was. Ach, okay, da ist ein Versteck. Wie auf Kommando gehen sie weiter. Sehr schön. Was soll ich denn jetzt schon machen? Ja, ist zu spät, ja. Aber ich mach's. Nur Hammer. Sch.
Schattengold. Wie eine Katze. So elegant. Aber hier muss es irgendwo ein Gimmick geben. Ich rieche das. Ich habe es im Gefühl, Leute. Hier hoch. Gab es noch einen Weg nach unten? Was war denn unten? Ich will das wissen. Was war da jetzt? Da muss doch dann... Ah, guck dir an. Da ist so ein Gimmick. Noch eine Scherbe. Hab doch gewusst, dass ich an irgendwas vorbeigelaufen bin. Was haben wir hier? Wurfmesser. Munition ist voll. Alles ist voll. Ach, hier muss ich jetzt... Ach, okay, alles klar. Ich habe ihn verstanden. Got it. Oh yeah. Die Assassinschriften beschaffen. Ja, Leute, wie wir die beschaffen, seht ihr in der nächsten Folge. Ne? Also bleibt am Ball. Viel Spaß und ciao.